Seit Jahrzehnten zeichnen sich unsere Hauptmedien dadurch aus, dass sie immer wieder auch absolute Taugenichtse, Volksbetrüger und Lügner hochjubeln, während sie hochwertigste Menschen gnadenlos verleumden, diskreditieren und in den Ruin treiben. Das muss sich ändern und Sie können uns dabei helfen. Wie soll das gehen? Natürlich, indem man diejenigen einfach wieder hochjubelt, die es verdient haben und jedes anschmierende Mainstream-Geschwafel konsequent ignoriert. Das ist Schritt Nummer 1. Dann entlarve man jede öffentliche Verleumdung und Anschwärzung, zum Beispiel via Klar-TV und Alternativmedien. So einfach geht Schritt Nummer 2. In einem dritten Schritt gilt es natürlich, diese zurechtbringenden Gegendarstellungen auch konsequent und möglichst umfangreich zu verbreiten. Bevor wir nun aber das Gesagte gleich in die Tat umsetzen, klären wir noch die heikle Frage, gilt das dann auch für irgendwelche Ausführungen von Linken? Die Linken würden fragen, auch für die der Rechten. Verengte Christen würden einwenden, kann von einem Moslem etwas Gutes kommen? Und ähnlich neigen leider auch Esoteriker, Amis, Russen, Juden, Moslems und so weiter zu fragen. Sie verstehen schon, worauf diese kleine Zwischenbilanz hinaus will. Klar-TV rät, wer immer unter diesem Himmel noch etwas Gutes, Sinnvolles, vor allem Gemeinnütziges hervorzubringen vermag, ist anzuhören. Ganz einerlei, aus welcher politischen, ideologischen, religiösen, wissenschaftlichen oder was auch immer für einer Ecke er entstammt. Jemandem aufmerksam zuzuhören und von ihm zu lernen, setzt nicht notwendigerweise voraus, dass dieser auch ein vollkommenes und in jeder Hinsicht von Irrtum freies Leben führen muss. Die gegenwärtige Weltlage fordert vielmehr dazu heraus, Goldgräbern gleich allen Gesteinsarten die Goldnuggets zu entnehmen, wo sich solche finden lassen. Zu Deutsch, die Zeit ist vorbei, wo man sich wie bei Maischberger oder im Bundestag gegenseitig ehrlos ins Wort fällt oder noch nicht einmal ansatzweise hinhört, wenn der andere spricht. In der Schweiz pflegt man solche Unsitten vor allem in Schawinskis Arena. Kurzum, es gilt, aufmerksam von allen das Gute herauszuhören und dieses dann auch ganz praktisch umzusetzen. Ganz einerlei, aus welchem Mund es gekommen ist. Um es im Geiste unseres heutigen Gastreferenten zu sagen, man sollte nie die Hoffnung aufgeben, dass auch aus dem Mund führender Politiker etwas Nützliches kommen könnte. Nun spüren Sie schon, was in etwa kommt. Sagt Ihnen dieser Mann etwas? Ja, richtig. Das ist Volker Pispers, ein Polit-Satire-Komiker erster Klasse. Als rechter Linker redete er bei mehreren großen TV-Shows so unerschrocken Klartext, dass man zu Zeiten nie so recht wusste, was alles noch zur Satire gehörte. Doch wer genau hinhört, muss erkennen, dass es Pispers mit ziemlich vielem satirisch ernst meint. In bitterernstem Humor nennt er daher immer wieder auch Ross und Reiter beim Namen. In meisterhafter Scharfzüngigkeit geißelt er Volksschädlinge. Damit sind nicht wenige Politiker, Parteien und Hintergrundmächte gemeint. Pispers erklärt seinem Volk nicht nur klar verständlich Ursachen und Wirkungen teuflischer Betrugssysteme, er gibt stets noch eins obendrauf und zeigt bis zur letzten Konsequenz, wie mit Banken, Bankstern, verbrecherischen Politikern, aber auch mit Ausbeutern und Spekulanten oberster Etage juristisch zu verfahren ist. Dass er dafür freilich nicht nur Lob erntet, dürfte jedermann klar sein. Klar-TV ehrt Volker Pispers. Hier mit dem Attribut volksorientierter Wortgigant. Deutschland, folge deinen Großen. Es muss ja was passieren. Wir alle sind bedroht durch den islamistischen Terrorismus. Das ist die große Bedrohung im 21. Jahrhundert. Der islamistische Terrorismus bedroht die ganze Welt. Und diese Bedrohung bleibt uns erhalten. Das ist das Schöne an der Sache. Das passiert den Amerikanern nicht nochmal, dass ein Feind sich einfach auflöst. Wie viele Deutsche sind im Kampf gegen den islamistischen Terrorismus schon gestorben? Allein die Raucher, die finanzieren das ja alles. Extra Aufschlag auf die Tabaksteuer, zweckgebunden für den Kampf gegen den Terror. Hunderte Millionen von Euro kratzen die Raucher sich jedes Jahr aus ihren Lungen im Kampf gegen den Terrorismus. Das ist doch die perfekte Ironie, oder? Selbstmordattentäter finanzieren den Kampf gegen den Terror. Ja.
Raucher sind das Selbstmordattentäter, oder? Steht auf der Packung drauf. Holen Sie doch die Packung mal raus. Ist netter formuliert, aber steht drauf, Sie schädigen sich und die Menschen, die unschuldig mitrauchen müssen. Auf anderen Packungen drauf, Rauchen kann tödlich sein. Auf Deutsch, Sie töten sich und die Menschen, die unschuldig mitrauchen müssen. Ist doch für mich die klare Definition eines Selbstmordattentats. Ist aber erlaubt, oder? Weil es auf der Packung steht. Da werden Grenzwerte festgelegt und dann dürfen Sie. Das Kabinett sagt, 9000 Deutsche sterben jedes Jahr durch Passivrauchen. Ist erlaubt. Brauchen Sie auch keine Trennwände in den Gaststätten. Der Gaststättenverband sagt offiziell, wir machen das mit intelligenter Luftsteuerung. Gaststättenverband, da können Sie mal sehen, was Alkohol aus Menschen machen kann. Klarer Fall von Selbstmordattentat ist erlaubt, weil es auf der Packung steht. Jetzt habe ich mir überlegt, wenn die Attentäter auf die Sprengstoffgürtel vielleicht draufschreiben würden, Sprengen gefährdet die Gesundheit ihrer Mitmenschen, sagen wir mal. Wahrscheinlich würde die EU Grenzwerte festlegen, oder? In den Zügen würden sie Bomberabteils kriegen, Raucherabteils, Nichtraucherabteils. In den Gaststätten brauchen sie keine Trennwände. Die machen das mit intelligenter Splittersteuerung. Machen sie. Und der Rüttgers wird sagen, okay, in Eckkneipen ist es erlaubt. Die Frage ist doch, wovor haben Sie Angst? Das ist die entscheidende Frage beim Terrorismus für mich, meine Damen und Herren. Es geht nicht darum, Verbrechen zu verharmlosen. Das sind Mörder, miese, gemeine Mörder. Aber auch nicht mehr. Verherrlichen Sie die nicht zu Terroristen. Terror ist es, weil wir Angst davor haben. Der Terror ist hier in Ihrem Kopf. Es sind Mörder, so wie viele Mörder auf der Welt rumlaufen. Wovor haben Sie Angst? Das ist die entscheidende Frage. Wovor haben Sie Angst? Vor Al-Qaida? 150.000 Deutsche sterben jedes Jahr an den Folgen von Rauchen. 50.000 Deutsche sterben an den Folgen von Saufen. Man darf wohl sagen, allein Paulaner dürfte erfolgreicher sein als Al-Qaida. (lacht) 6.000 Deutsche sterben im Straßenverkehr. Früher waren das mal 20.000 Tote im Straßenverkehr, jedes Jahr. Da hat das mit der Rente auch noch funktioniert. Ja, von Airbag und Sicherheitsgurt hat die Rentenkasse sich nie wieder ernsthaft erholt. Aber immer noch 6.000 Tote im Straßenverkehr, jedes Jahr. Haben Sie Angst vor Al-Qaida, ernsthaft? Haben Sie lieber Angst vor Reisebusfahrern? LKW-Fahrer, da sind Schläfer unterwegs, die sind wirklich gefährlich. Und die könnte man relativ leicht aus dem Verkehr ziehen, mit ganz normalen Verkehrskontrollen. Brauchen Sie keine biometrischen Daten oder Online-Überwachung. Die Frage ist, wovor haben Sie Angst? Vor Al-Qaida? Es heißt übrigens Al-Qaida, nicht Al-Qaida. Viele benutzen das immer noch falsch. Es ist wirklich sehr komisch, wenn Sie Al-Qaida sagen. Al-Qaida heißt nämlich so viel wie die Gemahlin, die Gefährtin. Hat mir jemand erklärt, das ist jetzt kein Scherz. Al-Qaida ist die Gemahlin, die Gefährtin. Al-Qaida ist die Terrororganisation. Versuchen Sie das bitte in der Öffentlichkeit auseinanderzuhalten. Auch wenn das bei Ihnen zu Hause auf dasselbe hinausläuft. Ja? Wovor haben Sie Angst? 6.000 Deutsche sterben an Grippe, jedes Jahr. Stinknormale Grippe übrigens, nicht SARS oder Vogelgrippe oder sowas Gefährliches. Ganz normale Grippe, daran sterben 6.000 Deutsche jedes Jahr, seit 20 Jahren. Und 15.000 Tote haben wir dann noch durch Ärztepfusch, als Dreingabe quasi. Jedes Jahr 15.000 Tote durch Ärztepfusch. Man könnte auch sagen, die deutschen Ärzte erlegen jedes Jahr 15.000 Patienten. Das sind 44 Tote am Tag. Das ist auch eine Menge Holz, oder? Stellen Sie mal vor, die würden 14 Tage lang jeden Abend in der Tagesschau vor der Wetterkarte sagen, und auch heute wieder starben 44 Deutsche durch Ärztepfusch. Jetzt das Wetter für ihre Beerdigung. Was meinen Sie, was hier nach 14 Tagen für eine Panik aufkäme vor Ärzten? Aber das ist das normale Lebensrisiko. Damit leben Sie. Da haben Sie keine Angst vor, oder? 44 Tote am Tag. Hören Sie mal, da muss ein alter Al-Qaida-Kämpfer lang an Stricke. Das macht der Marburger Bund in der Streikpause.
44 Tote am Tag, das nennen die in Bagdad Bürgerkrieg. Wir nennen das Gesundheitswesen. Aber da haben Sie keine Angst dazu zu gehören. Wir haben Angst vor dem islamistischen Terrorismus. Denn das ist der deutsche Albtraum. 30 Jahre lang nicht rauchen und dann beim Terroranschlag ums Leben kommen. Das ist der Albtraum. Und deshalb müssen Maßnahmen ergriffen werden. Und wenn sie noch so sinnlos sind, wir brauchen diese Sicherheit, dieses Gefühl von Sicherheit. Wir brauchen die Videokameras auf den öffentlichen Bahnsteigen, auf den öffentlichen Plätzen, meine Damen und Herren. Man kann das doch alles absichern. Man kann alles mit Videokameras überwachen. Natürlich. Man kann nur das Gammelfleisch in Tiefkühlhäusern. Das bewegt sie zu schnell. Das können Sie mit. Aber die Bahnsteige kann man doch sicher machen. Natürlich. Wir haben doch noch mal Glück gehabt. Die Kofferbomben sind doch nicht explodiert letzten Herbst. Das Desaster stand kurz bevor, aber die Bomben waren funktionsunfähig. Zum Glück. Die Jungs waren zu blöd, die Bomben zu bauen. Das waren Ingenieurstudenten. 5. Semester Ingenieurstudium. Zum Glück nicht Harvard, sondern Hamburg. PISA steht für Peace, ich sag's Ihnen. Dumm bombt schlecht. Dann hat das Bundeskriminalamt in einer Wahnsinnsverhandlungsaktion die beiden Superterroristen dingfest gemacht. Erst wollen sie Michael Ballack verhaften, aber dann haben sie noch gemerkt, er hatte nur das T-Shirt von dem Ballack an. Und dann hat der eine noch in dem Koffer den Zettel mit der Telefonnummer von seinem Papa zurückgelassen. Und als die Nummer schon abgehört wurde, hat er zu Hause angerufen und gefragt, was er machen soll. Und Papa hat gesagt, er soll sich stellen. Und dann haben sie die Superterroristen geschnappt, meine Damen und Herren. Und am Tag der Verhaftung hat das Bundeskriminalamt verlauten lassen, die Gefahrenspitze ist gekappt. Es liegen uns keine weiteren Erkenntnisse über Terrorzellen in Deutschland vor. Das sind auch Komiker, oder? Über die beiden Jungs haben denen auch vorher auch keine Erkenntnisse vorgelegen. Denen liegen vorher nie Erkenntnisse vor, da brauchen Sie mal keine Sorge zu haben. Das Bundeskriminalamt erfährt von den Anschlägen genau wie wir aus den Nachrichten. Die sagen ja auch gar nicht, man kann mit den Videokameras die Anschläge verhindern. Nein, die sagen, man kann sie besser aufklären. Natürlich, natürlich werden auch in Zukunft alle Superterroristen ohne Verkleidung, ohne Perücke, ohne falschen Bart fröhlich in die Videokameras winkend mit den Kofferbomben über die Bahnsteige schlappen, meine Damen und Herren. Vorher haben sie sich natürlich ordnungsgemäß in die Antiterror-Datei eingetragen. Das ist ganz wichtig. Ja, wir sind hier in Deutschland, hier können sie nicht einfach so rumterrorisieren. Da muss man sich vor eine Datei eintragen. Das wird so eine Art Einwohnermeldeamt für Terroristen. Was glauben Sie, was Sie für einen Ärger kriegen, wenn Sie hier einen Anschlag machen, Sie waren vorher nicht in der Datei erfasst? Vielleicht habe ich ja wieder alles falsch verstanden. Vielleicht ist die Antiterror-Datei ja wie eine Verkehrssünderkartei, wie Flensburg. Man bekommt Punkte für Fehlverhalten, kann ja auch sein. Die haben ja schon gesagt, die Religionszugehörigkeit allein soll kein Grund für einen Eintrag sein. Also die Evangelischen sind immer fein raus. Aber als Moslem sollen Sie schon ein bisschen aufpassen. Falsche Moschee gebetet, wo Extremisten verkehren, haben Sie direkt wieder 2 Punkte in der Antiterror-Datei. Zu schnelles Beten, auch sehr gefährlich. Ist doch verdächtig, wenn Sie nicht mitschreiben können. 3 Punkte Antiterror-Datei. Sie stehen im Notizbuch vom falschen Mann, 2 Punkte Antiterror-Datei. Und wenn Sie zu viele Punkte in der Antiterror-Datei haben, gelten Sie als höchst gefährlich, da können Sie aus dem Verkehr gezogen werden. Ich vermute, Sie kommen zur Nachschulung nach Guantanamo. Da kriegen Sie einen Crashkurs in den christlichen Werten des Abendlandes, meine Damen und Herren. Und wir kriegen noch den Fingerabdruck und Personalausweis und dann sind wir endgültig sicher. Das hat uns ja noch Otto Schilly beschert, der alte paranoide Weihnachtsmann. Der Fingerabdruck und Personalausweis. Otto Schilly hat damals gesagt, der Fingerabdruck wäre wichtig und der wäre richtig und der Datenschutz wäre halt nicht so wichtig. Wir sollen uns nicht so anstellen. Die Spanier hätten den Fingerabdruck seit über 30 Jahren im Personalausweis. Das stimmt. Das hat General Franco nur eingeführt damals. Otto Schillys großes Vorbild. Auf Hitler wollte er sich offenbar nicht offiziell berufen. Hätte auch machen können. Unter Hitler gab es auch den Fingerabdruck im Personalausweis. War ja nicht alles schlecht. Haben die Väter des Grundgesetzes abgeschafft. Genau wie die Spanier übrigens vor ein paar Jahren wieder, als die Diktatur vorbei war. Das hat der Schilly uns nicht erzählt. Ne? Die Väter des Grundgesetzes haben gesagt, die Deutschen brauchen keinen Fingerabdruck und Personalausweis, die Deutschen sind keine Verbrecher. Das wissen Schilly, Schäuble und Beckstein aber besser.
Man kann sie nicht hindern, von sich auf andere zu schließen. Wenn wir den Fingerabdruck im Personalausweis haben, ich bin dafür, dass wir alle den Fingerabdruck von Otto Schilly im Personalausweis haben. Wenn wir den Fingerabdruck im Personalausweis haben, wie die Spanier das all die Jahre hatten, und wenn wir die Videoüberwachung auf den öffentlichen Plätzen und den Bahnsteigen haben, wie die Engländer das immer noch haben, dann endlich, meine Damen und Herren, dann haben wir auch genauso wenig Terroranschläge, wie die Spanier und die Engländer während der letzten 30 Jahre durch die islamistischen Fundamentalisten von IRA und ETA. Bis neulich. Die meisten Deutschen haben inzwischen ja begriffen, dass wir jetzt alle Abstriche machen müssen. Einige in Deutschland leben von Abstrichen ja auch gar nicht so schlecht. Ja, im Gesundheitswesen ist das alles anders. Der gesunde Menschenverstand sagt doch, ich muss ja was einnehmen, damit ich ja was ausgeben kann. Der kranke Menschenverstand sagt, ich muss ja was ausgeben, damit ich ja was einnehmen kann. Der Patient gibt Geld aus, nimmt Medikamente ein und die Pharmaindustrie gibt Medikamente aus und nimmt Geld ein. Langfristig, hat sich herausgestellt, scheint das Einnehmen von Geld gesünder zu sein. Probieren Sie es mal. Lassen Sie sich bei der nächsten kleinen Depression einfach mal 500 Euro in bar verschreiben. Ja, es geht ja jetzt schon besser, Sie müssen das sehen, eine Spontanheilung. Ne? Ein Gesundheitswesen kann nicht alles leisten. Unseres hält die Pharmaindustrie gesund. Viele zittern vor der nächsten Stufe der Gesundheitsreform. Es trifft ja nicht die Ärzte allein. Auf jeden verhungerten Arzt. Und dieser Text, den ich gerade spiele, ist auch über 13 Jahre alt, meine Damen und Herren. So lange verhungern die schon in unseren Zeitungen. Das ist auch ein zähes Pack, kann ich Ihnen sagen. Auf jeden verhungerten Arzt kommt immer noch ein arbeitsloser Pharmareferent und zwei ruinierte Immobilienmakler. Das Schicksal der Zahnärzte rührt die Nation inzwischen zu Tränen. Das sind die ärmsten Schweine überhaupt. Zahnärzte, mühsam ernähren die sich von den Speiseresten, die wir zwischen den Zähnen zurücklassen. Dabei würden wir bei Einsparen in dem Bereich ja gleich doppelt sparen. Da hat die CDU ja völlig recht. Die CDU hat ja im Gesundheitskompromiss vom letzten Herbst durchgesetzt, dass der Zahnersatz aus den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung herausgenommen werden soll. Aber der Plan war, ab 2005 sollen sie Zahnersatz und Krankengeld separat versichern. Das ist jetzt aufgeschoben, haben sie heute gesagt. Ja, also es wird vielleicht erst übernächstes Jahr kommen, aber es wird kommen. Sie müssen das separat versichern. Das ist günstiger, wenn Sie das ohne Ihren Arbeitgeber separat versichern, den Zahnersatz. Ja, das ist günstig. Ja, nicht für Sie. Dummerle. Ja, das müssen Sie sich wirklich mal aufschreiben. Wenn Merkel oder Schröder sagen, es ist gut für Deutschland, sind nie Sie persönlich gemeint. Aber die Merkel hat es doch erklärt vor einem Jahr. Auf der Pressekonferenz nach der Einigung im Gesundheitskompromiss, da hat die gesagt, sie habe ausrechnen lassen, ich vermute von einem dreijährigen Unternehmensberater, sie habe ausrechnen lassen, für 7,50 Euro im Monat kann man sich den Zahnersatz separat versichern lassen. Wenn das stimmt, habe ich damals gesagt, und die Merkel lügt mich ja nicht an. Warum haben die das nicht sofort gemacht? Warum sind nicht damals sofort alle Kassen hingegangen, haben für jeden von uns für 7,50 Euro im Monat eine Zahnersatzversicherung bei Frau Merkel abgeschlossen? Aber so blöd ist nicht mal die Merkel. Natürlich wird das teurer, ne? Jetzt 3 Monate vor der Einführung haben sie gemerkt, oh, da kommen noch 3 Euro Verwaltungsgebühr obendrauf. Und 7,50 Euro, glauben Sie an den Weihnachtsmann? Ja, vielleicht die ersten 6 Wochen als Schnupperangebot. Nach spätestens einem Jahr ist die Kasse wieder pleite, dann werden die Beiträge erhöht. Aber dafür sinkt der Beitragssatz für die Krankenkasse. Das hatten sie versprochen im Oktober. Ulla Schmidt hat letzten Oktober gesagt, ab Januar sinken die Beiträge. Wir machen ja viele Zumutungen, hat die Ulla Schmidt gesagt. Sie müssen die Praxisgebühr bezahlen. Sie müssen höhere Zuzahlungen für die Medikamente leisten. Sie müssen bei den Betriebsrenten den vollen Satz zahlen und den Zahnersatz separat versichern. Aber dafür sinkt der Beitragssatz um 1% ab Januar. Im Januar sagte Ulla Schmidt, also er sinkt nicht sofort. Auch nicht unmittelbar oder eigentlich. Aber sie war ganz stolz. Er steigt nicht, hat sie gesagt. Das ist rot-grün. Da säuft einer ab und die sagen, nee, Rettungskonzepte haben wir nicht, aber wir schütten nicht noch mehr Wasser drauf.
Aber jetzt tun wir mal so, als wenn der Beitragssatz wirklich nochmal sinken würde. Wahrscheinlicher ist, dass wir das Endspiel der WM 2006 16-0 gewinnen. Aber tun wir so, als wenn der Beitragssatz um 0,4% sinken würde. Da sparen Sie 0,4% von Ihrem Bruttolohn. Das ist der, Entschuldigung, ich habe mich hinreißen lassen. Sie sparen nur 0,2% von Ihrem Bruttolohn. Die anderen 0,2% spart ja Ihr Arbeitgeber. Also Sie sparen 0,2% von Ihrem Bruttolohn und Ihr Arbeitgeber spart 0,2% von den Bruttolöhnen aller seiner Mitarbeiter. Und davon kann der seine Zähne separat versichern lassen. Die Ulla Schmidt glaubt, er stellt davon neue Leute ein. Das ist aber auch ein joldisch Mädchen, sag ich Ihnen. Ob Sie von 0,2% Ihres Bruttolohnes Ihre Zähne versichern lassen können, hängt so ein bisschen davon ab, was Sie so verdienen. Als Arzthelferin, als Friseuse, als Verkäuferin, als Altenpfleger, als Taxifahrer bleibt vielleicht ein Zahnpflege-Kaugummi-Monat über. Und da kommt der Westerwelle und sagt, es muss Schluss sein mit dem Sozialismus im Gesundheitswesen. FDP-Parteitag dieses Frühjahr. Westerwelle hat gesagt, Sozialismus wäre das doch. Gerade im Zahnbereich. Gucken Sie um. Der Mann hat recht. Alle haben hier alle Zähne im Maul. Für lau. Da haben Sie einen Anspruch drauf. Wie kommen Sie dazu? Das ist doch Sozialismus sowas, oder? Oder haben Sie auch einen Anspruch auf eine 5-Zimmer-Wohnung? Nee, wie kommen Sie dann auf einen Anspruch auf ein komplettes Esszimmer? Können Sie mir das mal erklären? Der Westerwelle sagt, wer im Apartment lebt, kommt nur mit 2 Eckzähnen klar. Was soll das jetzt? Der Westerwelle will mehr Eigenverantwortung in den Gesundheitsbereich bringen. Die Leute sollen wieder selber entscheiden, was ist mir, wie viel wert im Leben? Wofür bin ich bereit, was auszugeben? Da können Sie frei entscheiden, jedes Jahr. Fahre ich dieses Jahr mal wieder in Urlaub oder lasse ich mir die Zähne machen? Sie können auch zum Ballermann fahren, da ist alles mit Strohhalm. Da brauchen Sie die Zähne gar nicht. Vielleicht treffen Sie da eines Tages sogar mal den Westerwelle, weil ihm doch noch mal einer die Fresse poliert hat. Langfristig bei den indirekten Kosten sparen wir noch mehr. Wenn Sie im Alter nicht mehr alle Zähne im Maul haben, können Sie nicht mehr alles beißen. Wenn Sie ab einem bestimmten Alter nur noch Pappbrei zu sich nehmen können, wie das von der Natur ja offenbar auch mal vorgesehen war. Ja, Ihr Herrgott wird sich da was bei gedacht haben. Die Beine fallen Ihnen ja auch mit 60 nicht aus. Wenn Sie ab einem bestimmten Alter nur noch Pappbrei zu sich nehmen können, kommen Sie mit sehr viel weniger Rente zurecht. Und die schlechtere Ernährung durch die kleinere Rente wirkt sich positiv auf die Länge der Rentenzahlungen aus. Vergessen Sie nie, man sagt, im Jahr 2030 oder 35 kommen auf einen Leistungsträger 2 Gebissträger. Auf welcher Seite werden Sie dann kauen? Das geht doch hier alles in die falsche Richtung. Was tun wir denn in diesem Land? Wir animieren Menschen zum Zähneputzen und wollen das Rauchen verbieten. Das ist volkswirtschaftlicher Schwachsinn. Sie hat schon begriffen, ne? Wir müssen Zahnbürsten verbieten und die Menschen zum Rauchen zwingen. 2x täglich 1 Packung, unter Aufsicht. Am besten gleich im Arbeitsamt. Der Konsum von Alkohol... Obwohl, warten Sie mal. Zahnbürsten verbieten, das ist kontraproduktiv, oder? Da putzen die Kinder heimlich. Nee, vergessen Sie das wieder. Nee. Wenn Sie es verbieten, wird's cool. Da kriegen Sie eine Zahnputzszene hinterm Hauptbahnhof. Da will ja noch keiner. Ne? Wo hast du die Bürste her? Von meinem Dealer. Aber der Konsum von Alkohol, von Tabak, von Süßigkeiten, der muss gesteigert werden mit allen Mitteln. Das schafft den Boom in der Industrie. Das schafft doch Arbeitsplätze. Arbeitsplätze, alles, was noch zählt, sind Arbeitsplätze. Ich schlage diesen Unsinn seit über 10 Jahren satirisch vor. Und jetzt machen die das. Zumindest denken sie so. Meine Gesundheitsministerin, Tritratrulla Schmidt. Die schönste Printe, die Aachen je hervorgebracht hat. Eine Frau, bei der ich nie weiß, ist die zuständig oder ist die ständig zu?
Dazu ihr kongenialer Partner auf Oppositionsseite Horst Seehofer, der Erfinder der Hirnpirouette. Horst Seehofer steht im Fernsehen und sagt, ich halte das, was meine Partei beschlossen hat, für absoluten Unsinn. Aber ich setze das jetzt durch, in der Verhandlung mit der Regierung. Aber die Ulla Schmidt hat ihren geistigen Offenbarungseid schon letztes Jahr abgelegt. Es ging um die Erhöhung der Tabaksteuer. Sie erinnern sich, ursprünglich sollte Rauchen um 1 Euro pro Päckchen teurer werden, ab Januar 2004. Plötzlich hieß es, ja, nee, wir machen das in kleinen Schritten. Wir machen eine schrittweise Erhöhung, jeweils um 33 Cent, ne, damit die Leute sich auch dreimal über die Regierung aufregen können wegen der Steuererhöhung. Das sind Strategen bei Rot-Grün. Jetzt wurde die Ulla Schmidt aber auch noch interviewt im Fernsehen. Frau Schmidt, warum machen Sie die Steuererhöhung in kleinen Schritten? Rauchen ist ungesund und das Geld wird gebraucht. Warum nicht 1 Euro pro Päckchen mehr ab Januar 2004 wie geplant? Und da hat die Schmidt zur Begründung für die schrittweise Erhöhung wörtlich im Fernsehen gesagt, wir wollen das Ausweichverhalten der Raucher vermeiden. Um es mit Alfred Tetzlaff zu sagen, Sie haben die dusselige Kuh richtig verstanden. Die CSU hat es dann offen ausgesprochen auf der Pressekonferenz wenig später. Sie hat gesagt, wenn wir die Tabaksteuer zu sehr erhöhen, verlieren wir Arbeitsplätze in der Zigarettenindustrie. Was kann uns noch passieren? Wir haben Gesundheitspolitiker, die Angst haben, sie könnten aufhören zu rauchen. Bitte fangen Sie nicht an, gesund zu leben. Das kann Sie unser Land nicht leisten. Von was werde ich hier regiert? Die Faseln von Elite-Universitäten? Unter den Grundschulen können die Kinder nicht mal richtig Deutsch. In was für einer Welt leben die? Der Clement glaubt bis heute, wenn die Läden nur lange genug aufhaben, kaufen die Leute wieder mehr ein. Wir brauchen kein Geld, wir brauchen nur mehr Zeit. Ja, ja. Von was werde ich hier regiert? Braucht man einen Gendefekt, um Politiker zu werden? Oder was ich... Geld kann seine Wert von heute auf morgen komplett verlieren. Geld ist nichts, Geld ist eine Fantasie. Und was sind Schulden? Die Schulden des einen sind das Vermögen des anderen. Das hat uns doch nur nie einer richtig erklärt. Der Kapitalismus lebt davon, dass er die Menschen blöd hält, damit sie nicht begreifen, wie das Finanzsystem funktioniert. Und dann heißt es, wir leben auf Kosten der nächsten Generation. Wenn wir jetzt Schulden machen, leben auf Kosten der nächsten Generation. Das ist auch Quatsch. Die Reichen vererben ihr Vermögen an die nächste Generation. Die Armen vererben die Schulden an die nächste Generation. Auch in der nächsten Generation sind die Schulden und das Vermögen genau gleich hoch. Denn das Vermögen des einen sind die Schulden des anderen und umgekehrt. Und im Kapitalismus entsteht alles Geld durch Schuldenmache. Das ist ja der Wahnsinn an der Sache. Da wird ja Geld ausgegeben, das gar nicht da ist. Die Finanzkrise wäre ja relativ leicht zu lösen gewesen. Es ging ja auch gar nicht um richtiges Geld. Es ging um Buchgeld. Das ist ein Thema für sich. Die Banken dürfen Geld aus dem Nichts schöpfen. Sehen Sie, eine Bank darf das Zehnfache von dem verleihen, was sie hat. Auf diesen perversen Gedanken muss man sich erstmal einlassen. Sie zahlen 1.000 Euro ein auf eine Sparkasse und dann darf die Sparkasse ihm 10.000 Euro leihen. Wo kommen die 9.000 Euro her? Die gibt es gar nicht. Die Bank schreibt die einfach in die Bücher. Das Geld wird giriert. Im Grunde schreibt die Bank auf einen Zettel, dass er in einem Jahr 10.000 Euro haben wird. Und er unterschreibt den Zettel. Er unterschreibt einen Kreditvertrag, da steht drin, dass er der Bank in einem Jahr 10.000 Euro geben wird plus Zinsen. Zurückzahlen nennen die das lustigerweise, obwohl das Geld gar nicht da ist. Und mit dem Zettel kann er einkaufen gehen. Er könnte ja selber Zettel ausfüllen. Ne? Der könnte auf den Zettel schreiben, ich werde in einem Jahr 10.000 Euro haben. Versuchen Sie dann mal einkaufen zu gehen. Wenn die Bank den Zettel ausgefüllt hat, dann kann er damit einkaufen gehen. Wenn ihr jetzt in einem Jahr kommt und sagt, das tut mir leid, ich kann die 10.000 Euro nicht zurückzahlen, das ist alles schiefgegangen, meine Geschäftsidee, alles ist in die Hose gegangen, da kann die Bank nicht sagen, ja, Pech, ne, ist das Geld weg. Dann muss ich sagen, Moment mal, das Geld kann nicht weg sein, weil das war ja nie da. Wir sind dann weg und das geht nicht, denn wir sind systemrelevant. Außerdem schulden wir der Frau ja noch 1.000 Euro, wie stellst du dir das jetzt vor? Sollen wir die Bank zumachen und arbeiten gehen, um die Schulden abzubezahlen? Haben wir hier blöd auf der Stirn stehen? Was macht die Bank in so einem Fall? Sie leiht dem Mann 11.000 Euro. Und sagt, davon zahlt sie die 10.000 zurück plus die Zinsen. Diesmal kriegt er keinen Zettel zum Einkauf. Das wird nur noch in die Bücher der Bank geschrieben. Die Bilanz der Bank steigt. Der hat jetzt 11.000 zu kriegen, steht aber nur in den Büchern. Kommt nicht mehr in Umlauf, deshalb haben wir keine Inflation seit Jahren.
In einem Jahr sagt die Bank, was ist mit der 11.000 Euro? Was soll denn damit sein? Ich habe die nicht gesehen. Stimmt, sagt die Bank, da kriegst du ja 12.000 Euro. Das wird aber nur noch in die Bücher geschrieben. Und das ist das, was die mit Griechenland und den anderen Ländern auch gemacht haben, auch mit uns Deutschen. Wir Deutschen haben noch nie einen einzigen Cent an Schulden zurückgezahlt. Wäre ja auch eine Katastrophe. Ja, runzeln Sie nicht die Stirn. Wenn wir die Schulden zurückzahlen, dann bricht das ganze Finanzsystem zusammen. Sie wollen doch Zinsen haben. Wenn keiner mehr Schulden macht, wo sollen denn Zinsen herkommen? Jetzt ist da gerade das ganz große Drama, keine Zinsen mehr. Der Zinsklau. Steht in der Zeitung, der Zinsklau. Wer klaut denn da was? Sie zahlen Geld in eine Lebensversicherung ein. Und wollen darauf 4% Rendite haben. Was glauben Sie denn, was die Lebensversicherung mit dem Geld macht? Sperrt ihr das in Schließfach, da rammelt das und kriegt Junge? Die müsste noch jemand finden, der das Geld von der Lebensversicherung leiht und 7% Zinsen zahlt. Weil Sie wollen 4% haben, die Lebensversicherung hat Kosten, will selber was verdienen und die Aktionäre wollen auch was haben. Also muss einer 7% Zinsen zahlen. Und im nächsten Jahr legen die Deutschen wieder Milliarden in Lebensversicherungen an. Und da muss wieder einer gefunden werden, der das leiht. Und das waren jahrelang die Griechen, die Italiener und die Spanier. Wir haben denen Geld geliehen. Und das Rad lief immer weiter, weil es in den Büchern läuft. Hätte man von Anfang an gesagt, jetzt brauchen wir das Geld mal zurück. Da hätte es sofort geheißen, ja, nee. Aber es wird immer weiter aufgebaut. Immer weiter aufgebaut. Und das Vermögen der Deutschen allein ist von 1980 bis heute von 2.000 Milliarden Euro auf 5.000 Milliarden Euro gestiegen. Von 2 Billionen auf 5 Billionen. Das Barvermögen der Deutschen ohne Immobilien. Und auf diese 5 Billionen Euro sollen Zinsen erwirtschaftet werden. Von wem? Von den Menschen, die in der realen Wirtschaft tatsächlich arbeiten. Die Zinsen entstehen nicht in der Bank. Die müssen von Menschen in der realen Wirtschaft, die echt was herstellen, muss das erwirtschaftet werden. Und das geht irgendwann nicht mehr. Das Schuldenproblem ist relativ leicht zu lösen. In Deutschland sowieso. Sehen Sie, jeder Deutsche hat 25.000 Euro Staatsschulden. Das sind unsere Schulden, sind 2.000 Milliarden Euro Staatsschulden. Hat jeder Deutsche 25.000 Euro Staatsschulden. Spüren Sie diese drückende Last. Jeder Deutsche hat aber auch 60.000 Euro Barvermögen zu Hause auf der hohen Kante liegen. Ja, Sie auch. Sie müssen mal aufräumen. Das Geld ist doch da, habe ich ja gerade erklärt. 5.000 Milliarden Euro Barvermögen. Das Geld ist tatsächlich da. Das sind pro Kopf 60.000 in Deutschland. Jetzt habe ich mir eine Frage. Sie haben 60.000 Euro Barvermögen. Warum haben Sie 25.000 Euro Schulden gemacht? Ist doch bescheuert, oder? Auflösung. Die 25.000 Euro Staatsschulden haben Sie wirklich. Das ist Ihr Anteil an Deutschland. Die 60.000 Euro Barvermögen pro Kopf, die gibt es auch, aber die haben Sie nur statistisch. Das Geld ist schlecht verteilt. 50% der Menschen, die in diesem Land leben und arbeiten, haben überhaupt kein Vermögen. Die verdienen so wenig Geld, die können nichts zurücklegen. Das reichste 1% verfügt über 33% der gesamten Ersparnisse dieses Landes. Die reichsten 10% verfügen über 66% der gesamten Ersparnisse dieses Landes. Und diese 66% sind noch gewachsen, von 64,5% auf 66% in der Schuldenkrise. Das heißt, die Schuldenkrise hat die Reichen noch reicher gemacht und die anderen, der Teil der Leute, die nichts haben, wird immer größer. Und oben haben immer weniger, immer mehr. Jetzt sind wir ja eine Schicksalsgemeinschaft. Lachen Sie nicht, hat der Schäuble gesagt. Wir sind eine Schicksals- und Solidargemeinschaft. Und diesen rollenden Schwätzer wollte ich immer schon mal ernst nehmen. Jeder nimmt seine 60.000 Euro Barvermögen, zahlt die 25.000 Euro Staatsschulden zurück und wir fangen alle mit 35.000 Euro nochmal neu an. Wäre das ein Vorschlag? Und jetzt die volkswirtschaftlich realistische Variante. Und das ist kein Quatsch, das haben Volkswirte durchgerechnet. Und die argumentieren sogar innerhalb der kapitalistischen Struktur. Auch innerhalb des Kapitalismus könnte man die Länder entschulden. Wenn die reichen 10%, die über 5.000 von den 5.000 Milliarden Euro 66% haben, also 3.200 Milliarden Euro besitzen, die könnten die Staatsschulden so alleine bezahlen. Ne? Und hätten mehr über, als der Rest im ganzen Leben mit ehrlicher Arbeit jemals zusammensparen können. Wenn die Hälfte ihrer 3.200 Milliarden Euro abgeben würden, wären die Schulden so weit abbezahlt, dass alles wieder seinen Gang gehen könnte. 50% müssen die abgeben, müssen die nie auf einen Schlag tun. Wenn die nächsten 10 Jahre jedes Jahr 5% abgeben, ist das Geld zusammen. 5% pro Jahr ist das, was die letzten 20 Jahre jedes Jahr in Zinsen kassiert haben, meine Damen und Herren. Sie erinnern sich Zinsen?
Das, wofür die Menschen gearbeitet haben, die tatsächlich arbeiten, ohne was zurücklegen zu können. 40% von allem, was in diesem Land erwirtschaftet wird, wird in Form von Zinsen oder Dividenden ausgeschüttet an die Leute, die Geld haben. Wir wollen die Zinsen der letzten 10 Jahre in den nächsten 10 Jahren wieder haben und dann ist Deutschland saniert. Und es müsste keiner auf was verzichten, lassen Sie sich nichts einreden. Es geht nicht darum, das sauer verdiente Vermögen von Menschen zu besteuern. Wir reden von Menschen mit einem Barvermögen ab 1 Million Euro pro Kopf aufwärts. Das können Sie mit ehrlicher Arbeit nicht zusammensparen. Versuchen Sie es mal auszurechnen. Ich erwähne es nur mit den 1 Million, damit Sie nicht meinen, dass Sie betroffen sind von der Vermögensteuer. Falls Sie betroffen sein sollten, ich finde noch heute Abend jemand, der mit Ihnen tauscht. Wir reden von echtem Reichtum, der vor sich hin wächst, ohne irgendwas Produktives damit zu tun. Und davon kann man die Hälfte wegnehmen. Ob eine Familie Albrecht 20 Milliarden besitzt oder 10 Milliarden, meinen Sie, das merken die im Alltag? Warum konnte denn der Achenbach den Albrechtssohn da so bescheißen mit den Bildern? Bei dem Albrechtssohn war das völlig egal, ob so ein Bild 6, 7 oder 8 Millionen Euro kostet. Das merkt er doch ja nicht. Und dann hat der Achenbach gesagt, ach, wenn das so ist, schlage ich über was drauf. Hat er den Albrechtssohn innerhalb von 20 Jahren, innerhalb von 6 oder 7 Jahren um 20 Millionen beschissen? Ja, so einen Mann darf man noch nie einsperren. Den muss man auf Provisionsbasis fürs Finanzamt arbeiten lassen. Meine Damen. So ein Zetsche von Daimler verdient 8 Millionen im letzten Jahr und jetzt 8,4 Millionen. Warum müssen diese Leute eine Gehaltserhöhung haben? Kann man denen keine Penisverlängerung anbieten? Diese Fußballer, 5, 6 Millionen im Jahr. Vielleicht kann man mal einen kostenlosen Führerschein spendieren oder so weiter. Das Gesetz wäre in 5 Minuten zu machen, es würde nicht dem Grundgesetz widersprechen und es würde uns allen besser gehen hinterher. Aber es hat keine Chance. Denn wir leben in einer Demokratie und Sie bekommen in unserer Demokratie bei einer demokratischen Wahl keine Mehrheit für eine Politik, von der 80% der Bevölkerung wirtschaftlich profitieren würde. Kriegen Sie keine Mehrheit für. Sie kriegen jederzeit eine Mehrheit für eine Politik, von der die reichen 10% profitieren. Denn die Politik wird seit 40 Jahren gemacht und gewählt. CDU, CSU, SPD, FDP und Grüne sind wirtschaftspolitisch eine Einheitspartei. Innerhalb der SED gab es mehr Streit über Wirtschaft. Die erzählen alle das Gleiche. Beschäftigung durch Wachstum, kapitalgedeckte Altersversorgung, Zins und Zinseszins. Das, was nur den reichen 10% nützt. Und diese 5 Parteien holen immer über 80% der Stimmen bei jeder Wahl, meist sogar 85%. Wie machen die das? Wie bringen die 70% der Bevölkerung dazu, gegen ihre eigenen Interessen zu wählen? Das machen die mit einem Trick. Die haben den Leuten eingeredet, dass es nicht anders geht. Und dass irgendwann alle davon profitieren, dass alle irgendwann zu den Besserverdienern gehören können, wenn sie sich nur anstrengen. Doi, doi, doi.